So, willkommen bei Folge 6. Wir sind weiterhin Fraktion Ägypten und versuchen uns aktuell in einem Zweifrontenkrieg zu behaupten. Hier im Süden gegen die Cyrenaika, die wir unterschätzt haben, muss ich zugeben. Und dann hier im Norden gegen die Seleukiden. Ja, mittlerweile bin ich zurück aus meinem Urlaub, also es war eine Pause zur letzten Folge und prompt hat man ein neues Update hochgeladen. Jetzt sind wir in der Emperor Edition. Neues Design, etwas auf kaiserlich gemacht. Ich muss zugeben, Idee ist gut, aber irgendwie ist es für mich einen Tick zu kitschig. Also mir hat es vorher besser gefallen. Aber es ist ein Update, also ist es besser als vorher. So ist wohl die offizielle Meinung. Wir haben andere Sorgen. Wir müssen uns hier behaupten gegen einen überstarken Gegner, gegen eine Koalition. Eigentlich dachte ich im Urlaub so zwischendurch, macht wohl mehr Sinn, wenn wir das hier oben räumen und uns hier auf unsere Heimat konzentrieren, weil Memphis verloren zu haben, tut uns mehr weh als da oben Tyros. Sei es drum, wir haben keine Knete, wir können also nichts bauen, nichts investieren. Hier drüben können wir, ja, gehen wir drauf. Bringt uns nichts. Haben wir keine Chance. Wir bleiben am Ball. Und gehen also einfach mal in die nächste Runde. Ja, schon sind wir durch. Oh Wunder, Tyros rebelliert. Hier geht's bald rund. Kultur geht zwar hoch, aber wohl nicht schnell genug. So, hier schlagen wir mal kurz zu. Damit der nicht auf falsche Gedanken kommt. Wir haben noch Wind, mein Herr. Was müssen die Gefangenen leider töten, weil wir keine Rüstung kriegen. Die Flotte meldet sich, mein Herr. Und zurück. Wir fahren in den Hafen. Das war gut. Hier haben wir keinen Spion übrig. Und zu gucken, ob wir Memphis vielleicht wiederholen können. Wir sind finanziell im Minus, wir müssen also was machen. Nein. Ein Husarenstück, aber keine Chance. Das nehmen wir mit ihm auch kalt erwischt. Wir sehen hier, ihm geht's nicht gut. Hier kommt wieder Media. Hier haben wir Rebellen. Seid mir nicht böse, aber ich muss unsere Strategie über den Haufen werfen und reagieren. Wir geben die Nordfront auf. Warum geht er jetzt links rum? Ich erwarte weitere Befehle. In Bewegung, mein Herr. Verrückt.
Beeilt euch, Männer! Ja. Wir investieren keinen Cent mehr in den Norden. Keine Chance. Hier haben wir wohl keinen Gegner zu befürchten. Also Gewaltmarsch. Fertig, fertig. Und hier auch fertig. Ja, wir brauchen mehr Geld. So geht's nicht weiter. Wir müssen uns Memphis zurückholen, damit wir die Provinz wieder komplett haben und den Sonderbonus kriegen. Das ist nicht unmöglich, zumal auch die sich auf Mob stürzen. Aber wir sind zu schwach. Vielleicht müssen wir sogar uns zurückziehen. Statt Kyrene müssen wir uns hier auf Ammonion stürzen, damit wir hier dicht sind. Die Rundenzeiten kamen ja vorher auch etwas schneller vor. Oho, ein Ausbruchsversuch. Nicht mit uns. Töten. Keine Chance. Puh. Zurück. Fallen und neu probieren. Das will ich eigentlich nicht spielen, aber ich fürchte, ich muss, ne? Also, die erste Schlacht nach Sommerpause. Kamele sind auch Kavallerie. Natürlich hier. Ich glaube, wenig Fernkämpfer. Das sind nur Speerträger. Nur Speerträger. Aber wir haben ja gar nichts. Auf jeden Fall sagt der Computer, wir haben keine Chance. Dem zeigen wir es. Ach du Scheiße. Wie erbärmlich. So, von da kommt Unterstützung. Das ist Wald, ne? Das ist eigentlich Wald. Wissen hiermit offiziell versteckt. Das heißt rum. Wir stehen unseren Feinden gegenüber. Aber was heißt das schon? Blutige Arbeit steht uns bevor. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Den Ruf. Die uns als Lohn für einen Sieg erwartet. Alles, was dafür nötig ist, ist euer Blut. Kommt her. Pronto. Wir verteidigen. Das ist unser heldenhafter Mob. Das sind die Billig-Schwertträger. Und die werfen eben, was sie irgendwo finden.
Ja. Ich kann den Computer verstehen, dass er keinen müden Cent auf uns setzt. Mann. Alexandria geben wir nicht her. Irgendwo müssen wir danach reinsehen, dass wir verloren haben. Die Kampagne. Aber noch ist nicht so weit. Lasst euch nicht verarschen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Angreifen! Geschosse! Die Kamele gehen wir auf den Sack. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! So rotzfrech darf man nicht angreifen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Ägyptische Infanterie! Nahkampfinfanterie-Bereit! Wir dienen dem mächtigen Kommando! Bereit, loszumachen! Ziel! Angriff! Wir erwarten... Unser General wird angegriffen! Natürlich wanken die. Schwerter! Tötet sie! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wieso fliehen? Das hat euch keiner erlaubt. Eure Befehle? Das ist so. Zum Heulen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, die taugen ja gar nichts. Wir kennen Fantasie bereit. Mut! General! Rück vor! Oh je. Wie ihr befehlt! Löst die Formation auf. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Geschosse! Wir haben keine Unsere Chance. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Was für eine Scheiße. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick.
Wieso? Die haben eben Frauen und Kinder. Was geht? Jo, da machst du richtig. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Wir erwarten eure Befehle. Zu Befehl. Jo, ich weiß. Wir haben keine Chance. Was soll ich sagen? Eine vernichtende Niederlage. Zurückfallen und neu gruppieren! Tja. Und auch hier. Ja, Mob, auch keine Chance, das sparen wir uns. Okay. Auf die Verteidigung Alexandria. Der ist besser, aber kostet mehr Hofadlige. Verstehe. Na dann. In Tyros eine Flotte aufstellen. Bringt 500. So. Kann der zurück? Nee, ist gesperrt. Er kann aber zurück. Kann er rekrutieren? Ja, das kann er. Eigentlich, wenn Geld da wäre. Ich verstehe. Ich verstehe. So, letzte Chance. Was für Bananentruppen sind das? Nein. Zurückfallen und neue gruppieren! Ich lebe unten. Richtig zur Strecke! Verbrannte Erde. Auf dem Weg zurück. In die Heimat. Schlagen wir alles kreuz und quer, klein, was wir finden. Jo, so ist es nun mal. Im Namen des Pharaos! Oh je. Ja. Diese Provinz sollen wir halten. Wie lautet euer nächster Befehl? Und wieder keine Gefangenen. Wie kann ich dem Fahrer? Ist mir egal, ob ihr müde seid. Zurück. Stand, wachen auf.
ist wahr. Okay, so schnell wie möglich zurück. Überraschend. Nee, in keiner Variante gewöhnen wir das. Fall zurück! Das ist unmöglich. Wisst ihr was? Was kann ich dir geben? Ja, mein Herr. Sieht zwar jetzt vielleicht feige aus, aber gegen die Sklaven zu gewinnen bringt uns nichts. Darum werden wir unsere kümmerlichen Resttruppen übers Meer evakuieren. Sieht zwar feige aus, aber gefällt mir immer mehr die Idee. Ja, jetzt mal plus 20. Ganz toll. Ist uns egal. Wir haben andere Sorgen. Noch eine Runde bis zur Kapitulation. So sieht es nämlich aus. Geht nicht mehr. Nein, Billigtruppen werden wir keine mehr rekrutieren. So, in Tyros sollten wir noch eine Flotte rekrutieren. Nicht möglich. Uns rechnen Gelder. Bingo. Keine Chance. Okay, also erstes Mal Runde beenden. Für diese Folge. Wir sind ganz nah dran am Nichts. Ja, Salamis, Bob Stark. Wollen wir uns Rebellen geschlagen geben? Ja, Rebellen können diese Stadt Tyros gerne haben. Soll sich unser Feind mit den Sklaven herumschlagen? Kapitulation bevorstehend. Wie witzig. Ja, es ist Tyros Rebellenstadt. Hervorragend. Gut. Wir schaffen es wohl nicht ganz rechtzeitig. Aber sie kommen. So. Wir müssen hier was machen, sonst haben wir Stadt verloren. Also mit schwachen Kräften schlagen wir los. Oh je. Das ist doch echt erbärmlich. Ja, was soll ich sagen? Das Ende naht. Der hat keine Schlaffi-Truppen. Zurückfallen und neu probieren!
Die Stadt ist verloren. Einzige legale Chance, die Kampagne im Lauf zu halten, ist eine sofortige Rückeroberung. Mit wem? Ja, mit Benjamin Blümchen, ist doch klar. Kann sich aber nichts leisten. Der kann sich nichts leisten. Himmel. Ja, nichts ist er nicht wahr. Dann müssen es eben Billigtruppen tun. Wir müssen sie danach zurückschlagen. Obwohl, jetzt haben wir Garnisonstruppen, trotzdem langt's nicht. Wollen wir Paraitonien aufgeben? Machen diese Truppen einen Unterschied aus? Nee, komm, eine Runde gehen wir noch, weil es so dramatisch ist. Ja, liebe Zuschauer, vielleicht seht ihr auch das Ende dieser relativ kurzen Kampagne. Vielleicht war mein langes Ausharren bei Tyros der Fehler. Vielleicht meine Rekrutierung gegen diesen Gegner. Okay. 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 Alles schlechte Nachrichten. Was machen wir jetzt? Die Siedlung wird belagert. Die Siedlung wird belagert. Himmel. Wie verzweifelt sind wir? Okay, unsere letzte Schlacht. Schlagen wir sie. Er hat kaum Fernkämpfer. Da war der jetzt. Die Türme in der festigten Stadt. Ja, jetzt müssen wir uns beweisen. Vier Belagerungstürme. So. Ja. Das wird nicht einfach. Aber langweilig, wenn es anders wäre. Okay, legen wir los. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Ja. Auf die haben wir gerade gewartet. Ägyptische Krieger! Hallo? Kein Schleuderer! Ich hole dich. Die werden verheizt, das ist
uns allen klar. In der Stadt landen lassen. Transportschiffe einsatzbereit! Und ja? Transportschiffe, erwartet eure Befehle! Und unser General wird angegriffen! Den Rest hier. Oh ja, das gefällt mir. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Tja, das kann nur der Elefant sein. Den haben wir hier. Hätte ich warten sollen mit der Aufstellung. Männer wanken. Warum wanken die? Die haben nichts zu wanken. Sieht toll aus. Schießen, schießen, schießen. Und der spinnt eben rum. Schnappt euch die. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Find gerade spannend. Hallo? Leichte Kavallerie! Wo ist euer Problem? Unser General ist gefallen! Alter! Ich war mir sicher. Zu euren Diensten! Unterstützungsschiffe! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Schießen wir noch? Ja, wir schießen noch. Okay. Ja, der Ansturm mit den Leitern war nichts. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Rauf und rauf. Oh. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Oh, wie übel. Schnappt euch die. Schnappt euch die. Schnappt euch die. Schnappt euch alles. Eure Befehle? Seitschleudere! Die
schießen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Hier flieht niemand. Eure Befehle. Schnelles Rudern. Wir verdunkeln den Himmel! Jo. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das hört ihr, genau. Wache! Wir ergitten! Und hier. Die hier, dann sie abschießen. Hoch. Was mit euch? Ihr habt keinen Urlaub beantragt. Hoch. Kanische Ortskämpfer! Ihr könnt ja gar nichts. Werden im Rücken beschossen. Das ist nicht gut. Ja, und jetzt? Schießt ihr oder schießt ihr nicht? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Die schießen doch. Das ist ein schändlicher Anblick. Der? Eure Geschosse erwarten eure Befehle. An die Ruder! Ich will auch schießen. Schießen. Die Einheit ist umgekommen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. So. Eine unserer Einheiten ist im Wasser reingeraten. Der schießt auch nicht, wie es aussieht. Also darüber. Nicht so doch. Haltet an! Zielen und auf den Feind an Land feuern! Befehle! Zerstört die Küstenziele! Zielen und feuern! Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. In Ägypten! Zu Befehl! Angreifen! Unser General ist gefallen! Schon wieder? Ich habe doch gar keinen Zombie-General bestellt. Weniger als null Chancen. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ja, wenn er nicht schießt, dann müsst ihr halt anlanden, ihr Pappnasen. Bogenschützen! Okay. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Jojo. Wie ihr befehlt.
Wir sind nicht mal nah dran. Bogenschützen! Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Hüt den Himmel! Angriff! Oh, jetzt bringt sie alle. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Jupp. Das ist ein schändlicher Anblick. Ich habe euch wenigstens gezeigt, wie man es nicht macht. Ich hatte keine Mob-Truppen. Meine Truppen waren etwa gleich stark und mindestens gleich gut. Macht mich depressiv, sowas. Der hat überlebt, hm? Oh, hallo. Das kann ich ja gar nicht leiden. Brauchen jetzt die königliche Garde. Mega Blödsinn. Wir sind geschlagen. Wir haben hier unten noch zwei Städte. Okay. Hier oben noch was. Und das war's. Just for fun. Noch eine hinterher. Kinder des Nils. Ist das ein General oder Admiral? Hm. Im Zweifelsfalle. Das ist ein Admiral. So, ich kann mich jetzt schon mal bedanken für eure Aufmerksamkeit, eure Geduld, euer Mitleid. Ich hab's versucht. Poltermeister meines Herrn werden sich für euch ganz besondere Grausamkeiten ausdenken. Feigling, bis zum... Jetzt schützen sich auch die Mittelstaaten auf uns. Und Cyrenaika räumt auf. Null Chance. Wahl zurück! Nein. Wir haben uns zu lang gegen zwei Gegner gewehrt. Scholli. Das tut weh. Ehrenhafter Tod. Ich habe nichts viel Ehrenhaftes hier gesehen. So. Was wir noch haben, sind hier diese drei Flotten. Genau. Wir blockieren.
blockieren mal eben. Wir blockieren mal eben Alexandria. Wobei das ja eher Landtruppen sind. Und das hier auch? Sind Landtruppen. So. Wir gönnen uns nochmal ein paar Luxuskrieger. Und damit rennen wir in den Tod. Offiziell? Wir werden die Besiedlung für euch einnehmen, mein Herr. Wie lächerlich. Das war natürlich erhofft. Aber zählt das? Jungs, zählt das? Der hier hat einen roten Kopf. Wir sind plus Nahrung. Warum ist er noch einen roten Kopf? Wir sind plus Geld. Was schmeckt ihm da nicht? Jo, danke. Ich lebe, um den Pharao zu dienen. Ja, wollen wir noch mal? Ach, wisst ihr was? Mach jetzt einen Cut. Und gib noch mal eine Abschlussfolge. Ich danke euch. Bis bald.